Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Dragodia Server Let's Play. Ich bin ein bisschen farmen gegangen. Wir haben ja die Items leider verloren. Wir haben keinen Grabstein-Mod gehabt und deshalb sind die Items ja in der Lava versunken. Schade. Jo, können wir nichts machen. Wir müssen halt einfach nochmal so ein bisschen, jo, farmen. Und genau, wir tun mal die Farming-Blöcke von der, ja, sozusagen Off-Folge, also wo ich Zwischenfolge einfach gefarmt habe, mal rein. Und ja, ein paar Sachen kann ich mitnehmen. So. Wir gehen heute einfach mal zur Monsterfalle. Genau, dort habe ich ein paar Sachen. Wir haben genug Brot. Habe ich mal vorbereitet. Hier haben wir langsam viele Schildkröten aus irgendwelchem Grund. Wieso spawnen so viele Schildkröten? Und ja, wir haben ja hier noch Grabsteine, die weg müssen. Wo halt einfach ja, am besten unser Techniker irgendwas anders machen muss, weil ich will ja die nicht irgendwie kaputt machen. Ja, die kann ich nicht kaputt machen, vielleicht im Kreativmodus, ja. Aber auch nicht checken, ob dort Items drin sind, deshalb mache ich einfach mal nichts. So, nein, wir müssen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Home, Spa. Ich glaube nur Spa war die richtige, oder? Ja, das ist. Das ist der Spinnenspawn, okay. Home Spawner, gibt's das? Home Spawn. Also Home. Was gibt's noch? Schatz, weite World, Net Mine, Kamel, Ausk. Haben wir denn nicht mehr? Net Ruin, mein. Aus irgendwelchem Grund haben wir denn nicht mehr? Okay, was machen wir jetzt? Was wäre denn nett? Nett ist einfach die, das wo wir, ja, dieses, ah, wie heißt es, Netherite gesammelt haben. Das ist Ausgang oder so. Ausgrabung, genau. Genau, das war doch diese Ausgrabungen. Haben wir hier irgendwo warmer Ozean? Ich glaube, das ist in der World, oder? Ich glaube, das ist in der World. Kann das sein? Ja, das ist in der World. Okay, da gehen wir nicht hin. Keine Ahnung, aber ich habe irgendwie den Spawner nicht mehr. Eisen, nette Mine. Gehen wir mal zur Mine. Okay, geht nicht mehr. Leider ist alles ein bisschen durcheinander, oder mit den Updates. Kann ich da nicht mehr zu hin teleportieren. Was ist? Als Spawner haben wir gesagt, das ist der Spinnenspawner. Gehen wir mal nach weit und schauen dort. Geht auch nicht. Okay, dann machen wir das einfach so. Wir gehen zu Farm und gehen einfach dort irgendwo hin. Und ja, wir haben jetzt gerade einfach ein Problem, dass wir nicht mehr so gut farmen können. Grotte, Zombie-Spawner in Farm. 15.433. Und wir sind unter Wasser. Meine Güte, hey. Wenn das nur besser ginge mit dem Random-Teleport. Also. Wisst ihr was? Wir gehen einfach nochmals ins Spawn. Wir gehen zum Spawner. Ja, 10.000. Und schon wieder unter Wasser. Ey. Unglaublich. Oh, da haben wir einen Frog. Alles ist so ein bisschen zu sehr random. Schlecht. Aber gut. Ja, jetzt werden wir kurz mal schauen, ob es hier direkt eine Kiste gibt. Ja. Oh, ich brauche Tinte.
Feuerschutz. Dornen. Hallo. Ey, das ist frech. Ich bin rein, aber nicht im richtigen Ort wieder raus. Das war sehr, sehr knapp. Weil ich sehe fast nichts. Habt ihr irgendwas gesehen? Aus der Ozean nach den Toren, aber durch die Tore durch oder so habe ich nicht gesehen. Heftigst. Ja, in diesem Spiel braucht man einfach mehr Geduld. Es ist manchmal echt elend langsam. Und dann lieber nicht allzu viel wagen, oder? Ja. Und zu schnell. Ach komm, ey. Ja, sicher. Alles ist voller Gravel hier. Das ist ein sehr schweres Wrack. Ne? So dunkel und dann noch Gravel überall im Weg. Okay. Und hey, wenn die nur ein bisschen tiefer genug Ding, dann könnte ich auch tauchen. So, und... Oh. Ja, das lohnt sich sehr. Und jetzt wieder rausschwimmen. Oh. Wenn Tauchen einfach besser gehen würde. So. Bitte besseren. Ich frage wieder irgendwo. Wieder im Wasser. Die ganze Zeit ist man irgendwo im Wasser. Im Eis drin. Hallo. Boah. Gott, oh Gott, das ist so schlimm. Warte kurz. Ja, ich schreib's jetzt nicht. Nachher schreibe ich's. Ich muss ihm unbedingt sagen, dass wir immer fast sterben. Wegen random Teleport. So, der Zone-Spawner ist noch weit weg. Also jetzt will ich nicht mehr sterben. Und vor allem das TNT möchte ich nicht gerade unbedingt dort haben. Wir haben auch noch keinen Eimer, falls wir mal in Lava spawnen. Jo, ja, es läuft, hä? Minecraft auf dem Server läuft. Da bin ich immer fast in Todesnähe. Oder eben sterbe, wie da im letzten Part. Einfach random in einem Lavaloch. Weil das ja scheinbar, jo, so schwierig ist in einem Ruined Portal, in der Nähe von einem Ruined Portal, im Dschungel, im Wasser und so. Okay, komm bitte, bitte. Ja, sicher. Hallo. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, das ist so dumm, hey. Wo ist er da? So, ich habe es kurz geschrieben, wo ich genau immer lande und so. Das ist so heftig. So. Also, ja. Gut, immerhin sind wir so, dass wir nicht mehr gestorben sind. Boah, innerhalb von ein paar Sekunden ist man einfach immer tot. Also, ich möchte ja sowieso unter die Erde. Ich will noch ein bisschen Kohle. Ich will einfach die Level kriegen. Und ja, wieder irgendwas finden. Vielleicht sind wir jetzt in der Nähe von der Dingfalle. Von der Monsterfalle, also. Ja, Zombie-Spawner. Noch. Ist ja noch nicht so gut. Also, wo schauen wir da? Immer noch weit, noch weiter weg. Oh. Nein, klar. Bitte jetzt nicht mehr sterben. Doch. What the fuck? Das ist ja völligst verbuggt. Also jetzt sterben wir wahrscheinlich, weil wir noch in der Erde buggen, weil wir jetzt tief in der Erde buggen. Okay, immerhin. Okay, gut. Ich bin wieder draußen. So, und jetzt müssen wir unbedingt einen Punkt einfach mal safen. Grotte. Spawner Spinne. 1500. Okay, das ist gut. Das können wir noch erreichen. Aber Set Home.
Oder warte kurz. Del Home weiter. Geht ja nicht mehr. Del Home, was war das andere noch? Termine. Und eins war noch zum Beispiel. Ich glaube, Netto und so geht auch nicht mehr. Und Ost vielleicht. In Ost lasse ich mal noch. Das ist, glaube ich, in der normalen Welt. Zum Beispiel Eisen. Ich auch nicht mehr. So, haben wir ein Bett? Ja, wir haben ein Bett. Gut. Also, jetzt gehen wir einfach dorthin. Gehen wir mal außerhalb vom Berg runter. So. Hier ist ein Eisbär, den habe ich aber schon, den will ich jetzt nicht mehr killen. Der ist ja vom Aussterben bedroht, höchstens. Auch in Minecraft ist er ziemlich selten. Also lassen wir ihn, den armen Eisbären, in Ruhe. So ist hier Licht. Wer hat hier Licht angemacht? Okay, das ist. Aha. Okay, haben wir eine Schere? Ich möchte die noch ein bisschen einsammeln, weil ich die bald brauche. Die habe ich nämlich gedacht, im schwarzen Turm zu machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte zuerst mal einen Wüstenturm noch machen. Weil ich durch dieses Mine-Colony-Let's Play ein Wüstendorf angefangen habe, einfach mal zu schauen, wie viel man machen kann und wie man es am besten macht, in welcher Reihenfolge. Jo, und das Wüstendorf sieht immer so mega schön aus. Also es ist fast eine Oase und so. Okay, ich habe, glaube ich, zu wenig Holz. Nee, ich mach genug Holz. Gut. Hier haben wir aber auch null Bäume. Naja. So. Also, solange wir auf dem Boot sind, müssen wir auch. Ah, cool. Das ist nur der Strand. Ich dachte schon, hey, wäre noch ein großer Baum oder so etwas. Aber nee. Also, wir müssen nach Osten scheinbar. Solange lassen wir noch Nacht. Oder warte kurz, ich mache hier Tag. So. Jetzt Kohle abbauen für noch ein bisschen Level. Ein bisschen Bergbau. Und 550. Yay. Oh, das ist aber gut hier. Das lohnt sich. Auch wegen dem Doppeldrops immer wieder. Ich hab Glück, ich hab Glück. Glück auf eine Eisenspitzhacke. Schön, das hilft viel weiter. Okay, dann haben wir noch abbauen. Und dann können wir hier hochschwimmen. So, wunderbar. Ja, also auf dem Server, da ist viel los scheinbar, so mit Teleports. Also da habe ich doch noch eine Freude. Das ist ein bisschen aufgedreht ist mit den Random Teleports. Oh, hier haben wir eine Ruine, aber wir haben keinen warmen Ozean. Es bringt hier nicht ab zu bauen. Oder nicht viel einfach. Jo. Aber kurz noch die Kisten plündern. Reparaturangel, cool. Noch mehr Kohle. Ja, hier haben wir einen kleinen Zombie, aufpassen. Stark. Also wir haben hier Ausgrabungen. Ja, kann ich kurz mal. Uah, Mist. Uah. Okay, das ist nicht so gut. Und Fluch des Verschwindens. Okay, locken wir den Dreizackwerfer mal hin. Wir haben einen Bogen, wir haben keine Pfeile. Okay. Dreizackwerfer ist wo jetzt? Da drinnen, hä? Kann das sein? Ah, da ist er. Sag mich mal etwas. Gut, den haben wir schon mal, aber keinen Dreizack wieder. Hm. Okay.
dann wieder einen Dreizack werfen. Nee, aber ja, es sind einfach überall Schienen, ganz viele. Manchmal stimmt die Reichweite wegen Asynchron oder so nicht so gut. Keine Ahnung, wieso es bei mir so asynchron ist. Der Server ist nämlich gut. Ich glaube, ich host Unlimited oder so. Nein, ist etwas anders. Rebate Host ist es, glaube ich. Und die sind scheinbar ja gut mit ihren super flotten Server. Root-Server. Aber keine Ahnung, kann alles sein. So, ich muss mir mal kurz schauen. Zuerst mal eine Truhe. Geht halt also noch ein bisschen langsam. Okay, keine Truhe. Aber ihr seht ja den seltsamen Kies. Oh, den haben wir auch nicht mehr. Haben wir den Brush noch? Wir haben auch den Beutel nicht mehr. Geht nicht mehr. Ja, gut. Dann können wir halt hier noch nichts machen. Ich dachte, hier wäre noch eine Truhe, aber vielleicht ist da noch eine Truhe. Scheinbar ja nicht. Okay, hier hätten wir überall seltsamen Keys, aber die geben eben nicht die Drops, die wir brauchen. So, wir machen bald noch einen Brush, einen Pinsel. Und bis dann gehen wir eben direkt wieder zum Zombie-Spawner. So. Jo. Ich weiß jetzt auch nicht direkt, wie am schnellsten weiter. Boah, die Berge hier sind so cool. Hier haben wir sicher noch etwas Loot. Schatztruhe, ja. Ah nein, das ist der goldene Block. Da ist die Truhe. Ja, ein bisschen Gold. Hilft immer. Behutsamkeit, das ist wichtig. Ja, nehmen wir noch die Dornen. Das ist immer gut im Nether oder so. So eine Goldhose mit Dornen. Also. Und ja, jetzt gehen wir mal kurz hier rüber. So coole Berge. Also das ist ja mal geil. Weißt du, die tollsten Landschaften, wie zum Beispiel die Spitzen, ja, die Nether, nein, die Nether, Mesa-Berge, die ganz dünn sind und hoch, die aussehen wie ein Schwengel. Genau die. Ja, einfach in der Farmwelt. Jo. Ich werde in nächster Zeit dann auch nochmals in der normalen Welt ein bisschen Ausschau halten. Nach einem Wüstendorf für das Kamel und vielleicht einem schönen Bauplatz. Und dann bauen wir dort mal eine richtige abgelegte Enklave. So eine Burg oder irgendwie irgendwas mit Südsee. Eine Yacht. Also, nein, ein Kreuzfahrtschiff. Irgendwie so etwas. So, wenn wir einen Huhn haben, können wir eigentlich einen Brush wieder machen, aber wir brauchen ja einen warmen Ozean. Ja, ich freue mich auf dieses Tier, den Schnüffler. Der ist sicher cool. Weil ich habe mal einen Server gemacht, anfangs, wo der Schnüffler eingefügt wurde und dort habe ich den gehabt. Genau. So. Also, ich möchte gerne ein bisschen Platz haben. Gravel brauche ich momentan nicht. Ja, bin eigentlich schon wieder voll. Ja, gut. Ich möchte einfach ein bisschen Fleisch mitnehmen noch. Ah ja, genau. Federn muss ich mitnehmen. Also, eine Feder haben wir, das reicht. Jetzt haben wir einfach kein Crafting Table, deshalb müssen wir noch ein bisschen Holz fällen. So. Okay, 98. Jetzt wird der Fleisch. Ein Crafting Table also. Sticks haben wir. So war das, glaube ich, oder so. Nee.
Ich weiß nicht, wie im Brush. Wie geht schon wieder ein Brush? Aha, einfach anders anmachen. Das ist wirklich etwas vom Schwierigsten zu machen, zu craften. So, also dann noch mal ein paar Sachen wegwerfen. Ja, das Rindfleisch lasse ich mal. Nautilus-Schale bräuchte ich auch noch ein bisschen. Okay, dann holen wir einfach noch Rinder, ein bisschen mehr Essen. Ja, die müssen wir nicht mehr nehmen. Und wo haben wir jetzt denn? Dort, noch 600 Meter. Sehr gut. Ja, dieses Glück, dieses Glück. Immerhin habe ich so Sachen auch markiert. Also immer ein Minimap-Mod einbauen, also installieren und dann ja, diese Waypoints auch machen. Weil so mit Homepunkten und allem ist es halt ziemlich schwierig. Gehen wir mal links herum. Wir könnten eigentlich hier schon einen Wegpunkt machen. Einen Homepunkt. Und einfach mal alles ausladen. Set Home. Weiter mal. Home House. Und dann machen wir einfach noch einen Homepunkt mit Spawn. Mit Spa, nein, mit Spa. Bei Spa tönt wie eine Spa. Gut, Nautilus Shell haben wir auch nicht Platz. Okay. So. Haben wir hier Nautilus Shells zu erwähnen. Aber Leder können wir mal hier. Und da diese Kartoffeln. Seltsame Suppen kann ich ja auch dort ins Ding reintun. Die Kiste mit den seltenen Sachen sind hier. Okay, Nautilus Shell ist auch noch nicht hier, aber. Weiß sonst nicht wohin. Und dann haben wir irgendwo. Wieso haben wir hier Weizenkörner drin? Hier hätten wir die Suppen. Aber das sind einfach diese random Items, die ich gefarmt habe, doch einmal. Okay, dann machen wir die hier hin. Und hier, wo waren die? Da mal die wichtige, also die Blöcke. Und dann haben wir vor allem noch Hosen. Wo waren Hosen? Hosen waren, glaube ich, hier irgendwo. Ja, die werden hier dann gut getan. Also Behutsamkeits-Goldschaufel nehme ich mal mit. Eine Angel mit Reparatur nehme ich am besten hier mal rein. Wenn ich irgendwann mal angeln werde. Dann haben wir hoffentlich Level 30. Und hier haben wir noch mehr von diesen Schmiedevorlagen. Da hatten wir 26, jetzt 28. TNT gehört auch hier rein. Und Essen. Also auf den nächsten Part muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten. Das geht einfach nicht. Das ist uns zu langweilig. Hier haben wir noch eine. Okay. Weiter. Es ist wieder Nacht. So schnell geht das. Oh ja. Ich mache mal ein bisschen leise. Das ist jetzt ein bisschen laut mit dem Teleporter-Geräusch. Für mich. Also für. Ja, war ich wahrscheinlich nicht so laut. Hoffentlich. Können wir hier einfach runtergehen und wo sind wir in der Nähe? Lohnt sich nicht. Aber sieht geil aus hier. Also bei Weite gibt es ein Loch, das muss ich mir merken. Das erkunde ich dann irgendwann mal. Vielleicht mit euch zusammen, wenn wir. Ah, und glaube ich, den Turm haben wir schon erkundet, gell? Wir sind irgendwie von Süden gekommen. Im Westen sozusagen. Aber es sieht so aus, als würde es Süden sein. Und jetzt. Oh, ist ein Blütenbion. Oh. Ich liebe die Kirschblüten. Ich habe sie so gehasst, dass sie angekündigt wurde, habe ich gedacht. Wieso muss so etwas eingebaut werden? Gibt es nicht genug weibliche Spieler oder so? Und dann habe ich gedacht, oh, sähe ja vielleicht cool aus mit meinem Lieblings
Architekturstil, japanisch. Und dann habe ich irgendwie auf dem Server dann so mega Bock bekommen, da wirklich so japanisch mit dieser Farbe von den Stämmen und so, dort überall Kirschblüten zu machen und so. Dann einfach es lieb gewonnen. Ja, und jetzt mittlerweile, ja, nice to have. Zwar nicht mehr so mega angetan, aber ihr werdet schon sehen, ich mache noch etwas damit. Aber ich muss zuerst mal wirklich, jo, andere Dinge machen. Also ein Turm wird ein bisschen japanisch. Ich möchte einfach so die Zivilisation von der Erde ein bisschen zeigen. In unserem, ja, Einkaufszentrum, Bar, das haben wir alles noch, Alchemie, Gebäude und so. Ich könnte wirklich den dunklen Turm so ein bisschen Alchemie machen, aber ich möchte lieber einen Turm nehmen, den ich wirklich ein bisschen wild, grün und so machen kann. Und nicht schwarz. So, hier unten scheinbar Spawner. Wir haben nicht in der Nähe irgendwo gebuddelt. Egal. Wir gehen hier runter. Ja, gut. Ich möchte eine Treppe machen. Ein bisschen zu sehr nach unten geschaut. So, und dann immer schön. Ja, so Kurven machen. Leider sind wir eben noch ein bisschen langsam mit den Eisensachen. Aber wir haben ja alles verloren. So, bald sind wir soweit. Ist noch eigentlich tief unten, ne? Jetzt sind wir momentan bei 51. Okay. Merken wir mal, wie weit wir dann unten sind. Ja, jetzt müssen wir einfach den hohen Punkt dort machen. Dass wir dann immer wieder leveln können. Und jetzt dann eigentlich so bald wie möglich auch die Monsterfalle ausbauen. Also jetzt ist es immer noch weit unten. Jo, andere haben sicher viel mehr Geduld als ich, aber ich habe ziemlich oft Langeweile in Minecraft, dann will ich das einfach nicht gerade so oft machen und das Spiel zwingt mich dabei doch recht. Aber jo, es macht mir Spaß, trotzdem das Spiel zu spielen, vor allem wegen dem Bauen. Ich bin halt eher der Bauer. Ich bin der arme Architekt. Und wenn ich da nicht so gut dazukomme wie momentan, ich eher ja die Sachen verzaubern muss ständig, dann bin ich einfach gelangweilt. Das merkt ihr vielleicht. Jetzt ist aber heute wieder eigentlich ziemlich cool. Das macht ja eigentlich wieder Spaß, genau. Weil es auch ein bisschen anspruchsvoll mit den Teleports und mit dem Reißen. Aber gut, dafür hat es Spaß gemacht und ja, das ist die Hauptsache. Sonst, ja, würde ich weniger Minecraft so spielen. Ich habe ja noch ein Kreativ-Let's Play. Und dann mache ich einfach dort mehr Folgen. Das auch ziemlich gut ankommt, mein Conis. Auch Pixelmon kommt sehr gut an. Dankeschön für alle, die mich ein bisschen unterstützen dabei. Natürlich, der Server wird noch mehr gepflegt. Es sind jetzt auch wirklich weniger am Spielen. Also kommt gerne auf den Server. Müsst nur die Java oder auch Bedrock-Version haben. Das geht auch. Wir haben Bungee Cord. Aber jo, kommt am besten auf unseren Discord-Server und fragt dort mal einen Kaktus eher. Das ist unser Techniker. Der weiß, der kennt sich aus damit. Jo, jetzt sind wir bald bei der Monsterfalle. Ich werde einfach mal ein bisschen farmen. Wir haben ja den schon gezeigt, den Monster-Spawner. Ich muss jetzt nicht das Gameplay zeigen. So, hier sind wir genau oben drüber. Das ist ein Stollen, ja. In der Nähe sozusagen. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Jo. Gut, da ist der Stollen. So, oh. Das ist ein anderer Monster-Spawn. Oder wurde das jetzt? Ah nein, doch. Das ist eben Monster-Spawn, oder? So. Mal kurz gucken, wie wir am besten hier wegkommen. Also hier müssen die Monster spawnen. Dann mache ich doch mal irgendwo hier einfach zu.
So. Dann gehen wir hier irgendwo rüber. Genau hier haben wir gesagt. So, also. Wir machen hier ein Set Home. Das Bau. So. Dann haben wir noch Lapis Lazuli. Hier können wir mal ausleuchten, damit hier keine Monster spawnen. Gut. Und ich gehe einfach angeln und hier kloppen. Und dann mit Level 30 werden wir so langsam mal, genau, sagte schon, verzaubern wieder. Oh. So, also, danke schön fürs Zusehen. Wir haben noch einen kleinen Kampf gehabt. Wir haben noch mehr Lapis Lazuli. Also, ja, das Spiel will, dass wir verzaubern. Ja. Und, jo, genau. Mal gucken. Vor allem, ob hier oben drüber noch etwas ist. Ja, okay, dann müssen wir noch ein bisschen ausleuchten. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Part oder ja, Video. Tschüss.